Als nächstes nehmen wir uns die Schriften vor. Diese Schrift, die Kolibri, ist eigentlich zwar recht geeignet für die Bildschirmdarstellung und sie ist zwar robust, aber gleichzeitig eigentlich auch modern und durchaus elegant. Ich möchte dir trotzdem zeigen, wie du die Schrift im ganzen Dokument ändern kannst. Du wählst irgendwo eine Schrift aus, kommt nicht darauf an, und wählst ein Format Schriftarten ersetzen. Diese Schrift, die du ausgewählt hast, wird hier oben eingeblendet und dann wirst du gefragt, durch welche Schrift diese ersetzt werden soll. Falls du zu Hause die Kolibri zum Beispiel nicht installiert hast, da wäre Arial die gute Wahl, weil Arial eigentlich auf allen Computern installiert ist. Und ich wähle nun hier meine Lieblingsschrift, die Helvetica Neue, die ein bisschen eleganter ist, vor allem in der Lite-Version. Wenn du jetzt auf Ersetzen klickst, so siehst du, wird überall, wo diese Schrift verwendet wird, eben die Helvetica stattdessen verwendet. Und das ist doch recht praktisch. Und du siehst, wenn du jetzt trotzdem nicht zufrieden bist mit dem Ergebnis, könntest du jetzt diese Helvetica Neue Lite, die im Moment ausgewählt ist, du erneut durch eine andere Schrift ersetzen. Klicke auf Schließen und überprüfe das Ergebnis. Doch, das scheint mir doch recht elegant zu sein. Dann haben wir hier die Aufzählungszeichen, die als schwarze Punkte doch etwas massiv wirken. Diese Farbe möchte ich ändern. Ich wähle deshalb die ganze Aufzählung auf. Wir sind immer noch im Bereich Start, wo eben diese Schriftformatierung eingestellt werden kann. Und hier wähle ich bei diesem Dreiecklein neben den Aufzählungszeichen neues Aufzählungszeichen definieren. Und bei Nummerierung und Aufzählungszeichen kannst du die Farbe anpassen, beispielsweise irgendwie so ein Graublau oder so. Du könntest die Größe des Zeichens noch ändern, die Art des Zeichens, aber das lassen wir mal so stehen. Und du siehst, es wirkt jetzt etwas dezenter. Das müssen wir jetzt allerdings für alle Aufzählungen machen, das wird nicht automatisch im ganzen Dokument geändert.